Hallo meine Lieben, wir spielen Yakuza 3 und Kapitel ab 8 fängt an. 8 fängt an, dass ich es rausbringe. Purgatory. Also willst du wissen, wer mir diese Verbindung mit dem Suzuki gemacht hat, ha? Er ist so eine Art Minister oder irgend so ein Scheiß, richtig? Also, es war Hamasaki. Wer ist der Hamasaki? Na bravo. Was? Jupp. Jupp, er hat versucht, seine seine kleinen Grabscherfinger in diesen Okinawa-Deal hineinzubekommen, seit er mitbekommen hat, dass der Dojo geholfen hat, das Land ja, vorzubereiten oder so ähnlich. Aber Daigo ging richtig. Und was hat der arme alte Hamasaki gemacht? Er hat Sachen in die eigene Hand genommen. Das war's. Weitergemacht, wo der Daigo es hat sein lassen. Sich, in die, in, ja, sich die Rechte für das Ressort sichern. Also hat er Suzuki angerufen. Hat damit angegeben, größere Eier zu haben als der Dojo. Und das war's. Spiel gemacht, Hamasaki. Ah, und da hat er dir dann den Bauvertrag angeboten. Jupp. Hat keinen Sinn ergeben, dass er zu mir gekommen ist mit so einem. Mit so einer schleimigen, saftigen, mit so einem schleimigen, saftigen Angebot. Aber jetzt ist alles ganz klar. Was meinst du? Kiryu-chan. Du hast doch das Foto gesehen mit mir und Suzuki. Jumping around, right? Jumping around. Ich hätte jetzt gesagt herumblödeln, aber das stimmt nicht. Zusammen abhängen, war es nicht. Ich habe eine verdammt gute Idee davon, wer das durchrutschen hat lassen, Hamasaki. Aber warum? Es beweist, dass jemand sich mit dem Suzuki, ja, mit dem Suzuki was gemacht hat. On behalf of the Tojo, ich habe keine Ahnung, wie ich das übersetzen sollte, aber der Punkt ist derjenige war der Majima. Diese Art von Scheiße ist gleich in den Nachrichten. Ich und Suzuki Suzuki und ich werden schneller eingesperrt, als du falsche Verurteilung aussprechen kannst. Alles, was der Habisake dann noch zu tun hat, ist reinzuschwupsen. Schwupp? Swup? Schwupp? Oh, das kann man direkt übersetzen. Hineinschwupsen und den Mist aufräumen. Er würde eine verdammte Vernichtung machen, genug, um die chinesischen Idioten aufzuhalten, beziehungsweise die Chinesen davon abzuhalten, alles in die Luft zu blasen, das ist sicher. Klingt, als wäre er mehr irgendwas als Mann.
der Ressort-Scheiß ist nicht das einzige Ding, wo er dahinter ist, also dass er anzielt. Da gibt es mehr. Oh ja. Das letzte Mal, als ich bei ihm war, hat er mir direkt in die Augen gesehen und sagte, dass er Camarocho ganz für sich haben möchte. Da gibt es nur eine Art, das zu interpretieren. Und welche ist das? Denke mal nach, Kiryu-chan. Daigo und Kajiwagi. Okay, Daigo und Kajiwagi wurden gefüllt sozusagen, also angeschossen. Du hast den Scheiß aus dem Kanda rausgeprügelt. Die ganze City ist in einem Spiel sozusagen. Und Hamasaki ist bereit, loszulegen. Aber wie hätte er wissen können, dass all das passieren würde? Der fragt mich. Er hat es von Anfang an geplant. Er hat es von Anfang an so geplant, dass ihm alles so perfekt zufliegt, ist ein bisschen angenehm, glaubst du nicht? Oder kommt sehr gelegen, glaubst du nicht? Ich nehme an. Und sein maximales Ziel ist, dass er Kamarocho übernimmt. Nicht nur das. Da gibt es noch einen anderen Kopf, der in seinem Visier, ich wollte das runde Ding mit dem X machen. Ja, da ist noch ein Kopf, der in seinem Visier ist, den er im Visier hat, den Dojo-Clan. Ich mache schon wieder so. Ich sollte mit aufhören. Gibt es noch eine Sache? Der Florist, oder? Der Machima schaut entspannt. Ja, schau. Der Florist. Weilchen her, Kiryu. Hanaya. Ich habe dich nicht gesehen seit 2 Jahren. Ja, circa. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier unten wiederfinde. Ein ganz schön tiefer Fall nach dem Loft oben im Millennium Tower. Hey? Erzähl mir's. Erzähl das mir. Wie auch immer, Majima-san hier hat es mich hier ausbauen lassen. Hab meine Rechte an meinem Prioritätenplatz verloren, nach dem, was vor 2 Jahren alles los war. Ich nehme an, das ergibt Sinn. Und jetzt? Was ist mit Hamasaki? Richtig. Du sagst, da gibt's noch mehr. Darauf kannst du wetten. Schaut so aus, als würde er. Als würde er das Ressort den Chinesen geben wollen. In dem Moment, wo es gebaut wurde. Was? Ja, was, denke ich mir auch, was? Ja, schau. Oje. Das ist. Jupp. Lao Kalong. Führer von den Schlangenblumen. Von der Schlangenblumentriade. Das chinesische Syndikat, das du zum Fall gebracht hast vor 4 Jahren. Naja, bumm. Was hat er mit all dem zu tun? So Schaß. Also. Nachdem er das erste Mal überlebt hat, wo er in dich hineingelaufen ist, ist er zurück nach China und hat auf eine Möglichkeit gewartet, zurückzuschlagen. Naja, die hat er jetzt anscheinend gefunden.
Und dann, als er die Hamasaki-Familie gefunden hat, ein weit weg Ableger vom Tocho, der bis dahin noch nicht so viel getan hat, außer ein paar Federn irgendwo zu rupfen im Yokohama Suburb. Huh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 u
Er hat so observiert. Die Wahrheit ist, er wurde angeheuert, um Mist, also um Schmutz auszugraben, gegen Hamasaki vor über 6 Monaten, also seit circa 6 Monaten. Angeheuert? Von wem? Dreht er sich jetzt um? Vom Daigo, Daigo Dojima, interessant. Was? Du hast mir gar nicht gesagt, dass der Daigo deine Taschen füllt. Erkläre dich, Florist. Okay. Normalerweise mag ich es nicht, die Identität meiner Klienten zu verraten, aber ich denke mir, dass Daigo mir unter diesen Umständen vergeben wird. Wann hat er dich das erste Mal angesprochen? Das hat er uns doch gerade gesagt vor circa 6 Monaten. Oh, ein Jahr oder so. Er hat irgendwas Heißes gehabt über einen Verräter im Tojo-Clan. Hamasaki, ha? Ah, dahin komme ich schon, warte. Wie auch immer. Der Daigo ist zu mir gekommen und hat sich Sorgen gemacht, dass jemand. Den Ressort-Deal beeinflussen, manipulieren, übernehmen kann hinter seinem Rücken. Irgendjemand im Tojo-Clan. Also habe ich mit Daigo gearbeitet, habe ein paar meiner Burschen in die Familienbüros geschickt und herumgestochert, so viel ich konnte. Und so bist du an das Foto gekommen. Jupp. Jupp, kann ich übersetzen. Und was du herausgefunden hast, war, dass Hamasaki vorhatte, Daigo und Kajiwage zu erschießen, richtig? Offensichtlich. Oder anscheinend. Was meinst du mit anscheinend? Wenn ich ungenauen Bullshit, also Scheißdreck, haben wollte, wäre ich zu einem Zukunftserzähler, wie heißen die? Die Zigeuner, die die Zukunft voraussagen, wie heißen die auf Deutsch? Wahrsager. Wäre ich gleich zu einem Wahrsager gegangen. Hör zu. Ich habe mir das alles noch einmal angeschaut, nachdem der Daigo angeschossen wurde. Aber in dem Moment ist ein neuer Akteur aufgetaucht auf der Bühne. Ich versuche nicht dazwischen zu quatschen. これを Was zur? 驚いたか。まあ、お前にとっちゃ一番ゆかりのある人間に瓜二つだからな。何か匂うな。一体この男誰なんだ? Nur wer ist er denn? なんだこの絵は? どういうことなんだ? ボス! カムロ町におかしな連中が! 何? Irgendwas passiert in Kamarocho. Oh. Love. Ja, das sind die Chinesen. Mist! Das war's, wo ich bei Yakuza Kiwami 2 aufgehört habe. Genau wegen sowas. Schau dir das an. Die suchen mich, oder? Die suchen die Rikia. Yoshamashi. Batega nanne ge wa zau zu lai. Si. Habe ich den nicht heimgeschickt? Kiryu. Koizu wa.
Likia. Er verwendet so. Oh mein Gott, der Rikia sagt Hallo. Olda, Kiryu da. Ah, Aniki. Was ist los? Omae, ima doko ni iru? Wo bist du jetzt? Eh? Ja, okitara Aniki ga inakatta nde. Hitori de machi o buratsuite runde kedo. Der Depp schaut sich die Stadt an. What the fuck? Shit. Was zur Hölle war das? Was? Was ist da los? Glaubst du, bist stark, ha? Huh? Wir haben ihn schon. Ja, das Ura war der Rikia, das andere nicht. Oh. Rikia! Ich weiß nicht, wo ich sitzen soll. Ich habe das noch nicht ausgedacht. Okay, wir müssen ihm helfen. Also ich muss ihm helfen. Wer ist denn das Kind, das die Snake Flower Leute da verfolgen? Ich habe ihn noch nie hier gesehen, bevor du hier aufgetaucht bist. Er ist der Captain einer kleinen Familie, die in Okinawa stationiert ist. Was könnten die Snake Flower von ihm überhaupt wollen? Also ich bin nicht sicher, aber dass die Möglichkeit, dass der Hamasaki den Lautulure verwendet, um uns auszuspionieren oder zu finden. Wenn sie deinen Typen erwischen, dann wird der Plan aufgehen. Richtig. Ich muss ihn retten, Florist. Pass nur auf. Was sagt der Mashima? Ist der Typ ein Freund von dir? Kiryu-chan? Nee, wie ein Bruder. Ich kenne ihn noch nicht so lange, aber er ist ein guter Typ. Ich kann meine Burschen rausschicken, dass sie ihn suchen. Ja, die kennen sich voll aus. Wenn es nicht so viel Ärger macht, Lass es mich wissen, wenn irgendwas aufkommt. Du kennst mich, Kiryu-chan. Ich ruf dich sogar an, wenn gar nichts passiert. Ja, und jetzt muss ich mal den Ausgang finden. Nimm mal den. Naja, was. Wenn ich jetzt auf Don't Leave gehe, was kann ich denn da noch machen? Gibt's da irgendwas? Ich liebe diese Spiele, wo sie noch durch die Bilder laufen. Ach, schau, jetzt sind die ganzen Leute wieder da. Den haben wir da. Okay, die machen Werbung für den Platz. Okay, es gibt keine Geschäfte in der Nähe, ansonsten ist alles lahm. Warte, Kiryu-san. Wer ist er? Nishida. Ich habe dich da drinnen gesehen, wie du mit deinen Fäusten herumgewirbelt bist. Auf unserem Boss. Sehr impressiv, sehr beeindruckend. Muss ich sagen. Sorry, Nishida. Ich bin irgendwie in Eile. Oh, richtig.
dann lasse ich dich wohl gehen. Okay? Aber bevor du das machst. Sie machen das Kolosseum wieder auf. Er hat nicht gesehen, dass der Mashima vollgepumpt wurde mit Schlägen. Seit der Zeit, wo er ihn gedingspunkt hat. Also er sagt Akupunktur, also praktisch aufgestochen. Wie auch immer. Wir haben einige fleischige Kämpfer aufgelistet. Also die sind halt alle da. Also komm vorbei und schwing ein bisschen herum, wenn du die Möglichkeit hast. Danke, Nishida, das werde ich. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ist da das Kolosseum. Schau mal. Ja. Und was kann man beim Kolosseum super machen? Man kann einmal speichern, aber ich rede jetzt mal mit dem Typen. Ob wir das erste Mal da sind, wir müssen uns registrieren, bevor wir kämpfen können. Und wir sollen uns die Regeln anschauen, während wir warten. 5 Regeln. Turniere sind immer zwischen 8, die antreten, oder 8 Teams, also 8 Mannschaften. Die Kämpfe haben kein Zeitlimit. Du kannst nur gewinnen, indem du den anderen ausnockst. Du darfst keine Waffen verwenden. Zwischen den Kämpfen, also wenn man eine Runde weiterkommt, kriegt man 30% von der Gesundheit zurück. Der Champion kriegt Preisgeld und Punkte. Was wir machen wollen. Okay, wir brauchen jetzt gar nichts machen im Moment. Okay. Haben wir das mal auch besprochen? Und theoretisch müsste dann hier das Casino sein? Ja. Und da müssten wir dann theoretisch auch Baccarat spielen können, oder? Da haben wir Roulette. Poker. Roulette. Nix. Blackjack. Blackjack. Das ist kein Baccarat. Gut, in dem Yakuza-Teil gibt es kein Baccarat. Aber Geld haben wir eh genug, das brauchen wir eh nicht unbedingt. So, und jetzt habe ich die Richtung, okay. Schauen wir gerade die Mädchen kurz an. Was sagt er? Er ist von der Familie. Es soll nicht rausgehen, das sind ein Haufen Chinesen, die die Straßen unsicher machen. Und die sind voll aufgeheizt. Ich weiß, dass du stark bist. Aber auch du könntest nicht so viele Leute selber fertig machen. Es ist, der Kirio sagt, es ist wurscht, ich muss gehen. Irgendwer da draußen braucht eine Hilfe. Also jemand da draußen braucht eine Hilfe. Das kann ich respektieren, also das verstehe ich. Wenn du irgendwas brauchst, dann sollen wir es kaufen. Können wir das bei ihm kaufen? Wo kaufe ich das jetzt da? Vielleicht bei ihm da drüben? Ja, die Omi mit Allianz war das genau, ich kann mich erinnern. Okay, der Machima wollte das Ganze aufmotzen, aber im Endeffekt hat es zu viel gekostet. Also ist der Plan über den Haufen geworfen worden. Aber er glaubt nicht, dass der Machima drauf schon aufgegeben hat.
Ja? Und wo kann ich jetzt das Zeug kaufen? Na, nicht bei ihm. Scheiße! Guten Abend. Er redet auch über die Leute draußen. Er hat nochmal das... Ja, Quack, war. Mist. Wo soll ich... Er hat gesagt, wenn ich irgendwas besorgen will, soll ich es da besorgen. Aber wo? Na, jetzt sind sie alle weg. Mist. Was ich jetzt noch schaue, weil ich einfach nicht aufgebe, noch nicht so schnell. Na, jetzt muss ich es mal finden. Ne? Komm, bitte. Da. Da war noch ein Safe-Fall, ob da mit einem Safe-Fall vielleicht noch was ist. Nein, nix. Ah, vielleicht kann ich im Casino was eintauschen. Ich habe ja genug Geld gemacht. Und ich müsste jetzt noch 4000 haben. Schauen wir mal, ob wir da was eintauschen können. Exchange Prices, da. Ein Regenschirm. Nix. Genau, gar nichts gibt's da. Mist. Okay, was ich jetzt einmal mache, ist, ich gehe zum vordersten Speicherdings. Ist das die richtige Richtung? Nein. Und schau mal, was ich da alles einstecken habe. So. Den haben wir raus. Den haben wir raus. Den haben wir raus. Der hat 30, okay. Ich soll die Waffe nehmen. Die kann viermal schießen und dann muss ich sie aufladen anscheinend. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache. Oh, noch? Gehst du, bleibst du jetzt bitte da drinnen? Schau. Ja, und dann noch Items. Die stärkste Waffe. In die Mitte. Und ein Schläger da und ein Schläger da. Und jetzt muss ich leider so feig sein und geschwind speichern. Also es tut mir kurz leid, ich habe jetzt leider kurz einen Bluescreen. Und ich lege geschwind einen neuen Save Data an. Ich hoffe, das geht schnell. Ja, schaut gut aus. So, los geht's. Ah, da ist der Waffenhandel.
Das hätten sie mir auch gleich sagen können, dass der da steht. Der kostet 1000? Das kann nichts können, wenn schon. Ja, wir können die Majima Office jetzt verwenden als Versteck. Und da gibt es einmal Schlüssel. Die habe ich auch noch nicht gesucht. Da müssen im Körper unten auch noch welche sein. Schau, ich bin ein Depp. Shit! Ich bin ein Depp, ein Depp. Depp, Depp, Depp. Das war's nicht. Die sind aber auch wirklich gut versteckt, immer diese Schlüssel. Normal sind die dann da irgendwie. Ach so. Da vorne noch eine Heuche. Da ist nichts. Da ist nichts. Okay, da war nichts mehr. Also die haben wir schon. Da habe ich gerade geschaut. Was? Die Musik macht das auch nicht besser. Die macht mich noch frischiger. Ich sehe da keinen einzigen Schlüssel. So. Da könnte auch noch ein Schlüssel sein irgendwo. Wahrscheinlich war der unten im Büro und ich Depp hab's verkackt. Okay, da ist einmal nix. Burgatory und Casino lasse ich jetzt einmal, da kann ich immer noch schauen, das merke ich mir einfach. Boah, das ist aufregend. Das ist so aufregend, dass ich Hunger kriege. Ich renne jetzt einfach einmal außen herum. Da ist nur Licht. Da vorne ist was. Ich sehe es glitzern. Sechs fehlen uns noch. Den kann man dort schon. Nummer 14 haben wir mal. Okay, passt. Da ist nichts. Da geht's etwas. Schau. So. 24. Ja. Und mit dem 39, 38. Okay. Gab's da keine Tür? Okay, da kann ich nicht wirklich was machen.
So, aufgeschrieben habe ich's. Speichern braucht man nichts. Und jetzt brauche ich den Ausgang. Der ist... Da hinten hat doch auch etwas geleuchtet, oder? Nein. Da drüben war ich aber noch nicht. Nein! Du Depp, du, warum gehst du da rein? So, links war ich noch nicht, gesagt. So, das war das Ganze. Burgerberry, meiner Meinung nach. Gut, gemacht. Wo ist der Ausgang? Da drüben irgendwo. Ich werde bald da sein, Kirio, Rick hier. Ah, schau, die sind jetzt schon da. Ah, fuck, die Bohne. Falscher Knopf, ich bin ein Depp. Ich hab Viereck gedrückt statt 3. Es wäre viel besser, wenn ich einfach 3 drücken würde. Jetzt das ist gut. So, die habe ich einmal. Wo ist ein blauer Rick hier? Ich weiß nicht. Also muss ich es aus dir rausprügeln? Bitte, bitte, ich sage dir die Wahrheit. Nur Angestellte wissen, wo der Boss ist? Oder nur... Und wo kann ich den Officer finden? Nicht weit weg? Du siehst ihn herausstechen wegen seiner Kleidung. Wegen seiner Kleidung. Verdammt. Okay. Ich hoffe, es ist besser, wenn ich dich hier nicht nochmal sehe. Was lustig ist, ist... was lustig ist, ist, dass der... der Kiryu normal redet und die Chinesen reden aber praktisch geschwollenes Deutsch, also gebrochenes, geschwollenes, was auch immer Deutsch. Das sind noch welche, schon zwei, mindestens zwei. Der hat eine Waffe in der Hand, oder das, eine Pistole hat er in der Hand. Geht her. Wie schieß ich? Wie schieß ich? Nein, 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 kennst du? Wie schieß ich? Ah, auf 3 geschießt man.
Oh oh. Ich hab's gewusst, dass eine Schießerei kommt. Mist. Und ja, es ist normal, dass das so laut ist. Man kann es auch nicht leiser drehen. Das muss er sein. Ah, du musst der Snake Flower Officer sein. Sag mir, wo dein Boss ist. Sorry, das passiert nicht. Stattdessen stirbst du. Oh, die Pistole ist weg. Geht's mal alle weg von mir. Das gibt's ja nicht. Die Pistole ist einfach verschwunden. Da gib mal her, dieses Gewehr da. Du musst auf rechts. Ah, shit. Wie lade ich nach? Es wäre interessant, wenn ich wüsste, wie man nachlädt. Keine Ahnung, wie man da nachlädt. Bitte. Ja, ich weiß nicht, was ich schon wieder mache. Upsi. Drehst du dich bitte zu ihm? Wo kommen die schon wieder alle her? Wo kommen die alle her? Ah, die Waffe ist auch leer. Ah, fuck die Bohne! Wo kommen die plötzlich wieder alle her? Die sind doch so schwarz, dass man die nicht gescheit sieht. Die sind irgendwie getarnt. Da. So. So kann man mal was machen. Upsi. Die leben immer noch alle, das gibt's ja nicht. Okay, passt. Ja, alle gleichzeitig kommt. Gretchen. So, der ist einmal weg. Hier sind schon wieder so viele mehr. Ich muss anscheinend wirklich den dritten da besiegen. Der blockt alle. Weil wenn ich die anderen zuerst fertig mache und ihn dann, dann leben die mir alle. Oh.
Ja, ich wollte gerade abhauen. So, jetzt gehen wir langsam die Waffen aus, da liegt nichts mehr herum. So, ein Mist! Ah! Wo ist er jetzt da? Da drüben. Ich hab X drückt, verdammter Mist. Ja, ich hab's gerade gesehen, Gewehr. Der nimmt aber auch fast keinen Schaden, der Typ, ne? Ah, shit. Ich bin ihm genau reingerannt. Jetzt habe ich aber auch keine Waffen mehr, die weiter reichen. Shit! So, Kirio, komm. Gehen wir mal weg da. So, da hinten ist noch ein Fahrrad, habe ich gerade gesehen. Ja, wie mir diese depperte Waffe nachlädt, ich habe keine Ahnung. Nein, der Depp macht's kaputt. Das ist einmal ein Anfang, jetzt rennt er da vorne schon. Jetzt muss ich ihn verfolgen. In welche Richtung überhaupt? Das ist die falsche Richtung. In welche Richtung ist denn der da vorne gerannt? Wissen wir nicht. Da ist zu. Da ist überall zu. Wo ist der jetzt hingerannt? Ah, da! Ja, und wo soll ich jetzt hin? Ah, man muss den Zaun zerschlagen, jetzt sehe ich es erst. Der Zaun ist praktisch auch ein Gegner. Gib mir dann Teil. Mit dem Teil kämpfe ich zum ersten Mal. Einer ist noch irgendwo. Wo ist der?
Seht ihr? Wo? Ich sehe keinen. Ah, da. Wieso kann der noch zuschlagen, nachdem ich ihn gehabt habe? Das gibt's ja nicht. Also ich bin viel weiter weg von ihm, meine Waffe ist viel größer und trotzdem, das gibt's ja nicht. Nein, Kirio, du Depp, du! Gibt's da noch irgendwas, was ich werfen kann, da? Das hat ihn nicht wirklich getroffen. Das bringt nicht wirklich viel, ha? Ja, schau dir das an, bitte, das gibt's ja nicht. Das hat jetzt ein bisschen Schaden genommen. Aber Kirio, bis du die Waffe aufnimmst, ist übermorgen. Komm, zweimal musst du ihn noch treffen, dann war's das. Einmal noch, komm. Jetzt haben wir ihn. Und er rennt schon wieder davon. Ah. 45 Schläge habe ich nicht, also 46 verliert. Jetzt bist du! Geh so mal weg. Und du auch gleich. Ja. So, was ist mit dir? Der hat eine Waffe. Aber schon Glück, dass der noch nicht geschossen hat. Gib her die Waffe. In welche Richtung muss ich? Wieder. Ach Nick, wirf mal die scheiß Waffe weg, das gibt's ja nicht. Ah, oh, shit. Jedes Mal, wenn ich... So, so geht's auch. Ich habe noch irgendwas Sinnvolles haben liegen lassen, aber fast nicht. Der hat auch eine Waffe, schau. Gibt ja die Waffe. Wo ist er jetzt da? Ich sehe ihn nicht. Wie lange wirst du noch weiter weglaufen? Verdammt! Warum gibst du nicht auf? Weil das Spiel mich nicht lässt.
trinke ein Lightbeer, normalerweise würde ich nicht so schnell trinken. Hunger kriege ich jetzt auch. So, weiter geht's. Ah, die Waffe ist leer, oder was? Ja, die ist leer. Ich wollte eigentlich einen Finishing Blow machen. Jetzt. Sag, das war's. Jetzt weiß ich aber auch dann trotzdem nach dem erst, wo der da ist, ne? Du bist so stark wie ein Ochse. So, sag mir jetzt, wo der Lau ist. Bevor ich da zeige, wie stark ich wirklich bin. Also das mit der Kamera, wo ich da sitzen soll, das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht muss ich auch die Kamera einfach anders positionieren. Ja, wer wär's mit da, ne? Na, wurscht. So, Boss. Hä? Also, er. Der Trottel rennt schon wieder weg. Es hört nie auf mit dem Typen. Komm hier zurück. Shit. Geh aus dem Weg, du Trottel. Weg? Wo ist er überhaupt hinrennen? Ich hab X drückt, das gibt's ja nicht. Verdammt, ich hab ihn verloren. Der hat mich kaut, hast du das gesehen? Ah, jetzt macht das schon. Shit. Fuck die Bohne, ich hab damit gerechnet, dass ich dann nach rechts muss. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Scheißdreck. Ja. Ich bin urschlecht in dem, ich habe das noch nicht verstanden. Ja, ich muss einfach, es wird nicht besser. Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ich habe das noch bei keinem einzigen von diesen Dingen verstanden. Ich bin vor ihm, ich meine, was soll ich denn da machen noch? Mehr als ich vor ihm bin, kann er nicht mehr sein, oder? Ja, ich kann nichts machen. Schau.
Na komm schon, Kirio. Du Depp, du. Wo ist er? Ein Scheiß! Alter, mir ist schon heiß und ich bin gar nicht gerannt. Gibt's denn noch leichter als leicht? Ich verstehe nämlich wirklich nicht, was ich machen soll. Das ist es nämlich anscheinend nicht. Gehst du weg, du Trottel? Das ist rechts, ja. Dann rennt er links. Geht's aus dem Weg, Leute. Was ich mit ihm machen soll. Ich verstehe nicht, was ich tun soll, verdammter Mist. Kirio, gehst du jetzt endlich über den Scheiß da drüber? Das gibt's ja nicht, du Idiot. Nein, das ist es nicht. Wie lange muss ich denn hinten nachrennen, bitte? Herr Kirio, gehst du da drüber, du Trottel? Da steht ich. Denn die Kondition ausgeht dem anderen, oder was soll ich dann machen? Ups, falsche Richtung. Mir tut schon mein Daumen weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und er hat immer noch so viel Kondition, das ist nicht das, was ich nicht verstehe. Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn da wischen? Ja, da passiert nichts, wenn ich auf ihn drauf hupp. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wieder mal.
krieg mittlerweile Seitenstechen. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Ja, ich drücke X und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und der Kirio hat jetzt gleich keine Kondition mehr. Ja, und was soll ich jetzt machen mit dem Scheiß? Ja? Kann man das irgendwie erklären, was ich da tun soll? Ja, ich gebe auf, scheiß drauf. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen, das war wohl nix. Oh, fuck die Bohne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Yakuza 3 in Kapitel 8. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut, passt auf euch auf und ciao.